Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und heute wird's mal wieder Zeit für eine Folge Old But Gold, weil die letzte ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her und generell ist heute ziemliches Zockerwetter. Ich meine, wenn man da draußen guckt, ihr seht es jetzt nicht, ihr wisst natürlich nicht, wie es bei mir gerade ist, aber ich kann's euch ja erzählen, es ist am Regnen wie Sau und es gewittert. Ja, das ist natürlich das beste Wetter, um sich in der Wohnung zu verbarrikadieren und ja, zu zocken oder halt jetzt in meinem Fall auch noch ein Video aufzunehmen. Ich werde natürlich gleich auch noch zocken und ein bisschen aufnehmen, wie immer eigentlich, wenn ich zocke. Aber ich muss auch sagen, ich bin ganz gerne draußen bei Regen. Ja, da bin ich ganz gerne draußen so in der Natur und mache da gerne so ein paar Outdoor-Touren und so. Also Regen ist eigentlich ganz geil. Aber manchmal ist man auch, ist man auch froh, einfach mal ja, zu Hause zu sein, wenn es pisst. So, heute geht es sich um ein Game für die Xbox 360, kam auch für die PS3 raus, glaube ich. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, weil ich habe das Spiel nur für die Xbox 360. Ich habe das Ganze auf der Xbox One aufgenommen, weil das Spiel ist unter anderem abwärtskompatibel. Also habe ich mir natürlich das Ganze nicht nehmen lassen und habe mir das auf die Xbox One draufgeschmissen. Und ja, hab's dann da gespielt, weil die Auflösung ist immer ein bisschen, ein kleines Stück schärfer auf der Xbox One. Aber auch nicht wirklich viel, also man merkt, es ist minimal bis kaum. Aber ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich das auf die Xbox One draufzuschmeißen, dann macht man's. Und das ist wirklich ein richtig geiler Arcade-Racer im Mario-Stil. Und wenn man einfach mal keinen Bock auf Mario Kart hat, sondern mal auf andere Sachen, mit ein bisschen mehr Abwechslung sogar noch, dann ist Sonic All-Stars Racing Transformed eigentlich eine richtig, richtig gute Option. Ich habe das jetzt einfach mal bewusst genommen, weil teilweise ja auch noch immer so ein bisschen Mario Kart-Hype ist in der deutschen Gaming-Szene und ich damit einfach mal zeigen will, dass es auch noch andere Spiele gibt, die ähnlich sind wie Mario Kart und mindestens genauso viel Spaß machen. Ich habe das Ganze noch nicht im Multiplayer gespielt, ich habe es bisher nur im Singleplayer gespielt und ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel mich so lange packt. Ich habe es auch durch Zufall mir irgendwann mal vor einem Monat gekauft im GameStop, da gab es das für, was weiß ich, 5 Euro. Da habe ich mir generell ein paar Spiele gekauft für die 360 nochmal, die mir halt nur in der Sammlung fehlten und ja, da war Sonic All-Stars Racing halt mit dabei und ich bereue den Kauf wirklich nicht. Ich habe das gestern das erste Mal eingeschmissen und habe es tatsächlich 3 bis 4 Stunden lang gesuchtet. Also ich habe es mehrere Stunden lang gespielt und habe auch den ersten Cup, glaube ich, fertig. War sogar nur am zweiten dran. Das, was ihr da jetzt im Hintergrund seht, das sind so die ersten 3, 4 Rennen, die ich so gemacht habe und aufgenommen habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spaßig und die Maps sind, wie man es zum Beispiel auf Mario Kart kennt, sehr, sehr abwechslungsreich. Also man hat von einer Map wie hier zum Beispiel, so ein Sternzerstörer, wollte ich schon sagen, what the fuck, also bei Star Wars immer nicht, so ein Schiff, so ein Kriegsschiff, wo man halt verschiedene Ebenen hat, zu Land, beziehungsweise auf dem Schiff, wo man halt fahren muss, dann springt man von der Schanze ab, dann tut sich das Fahrzeug zum Flugzeug verwandeln und wenn man ins Wasser taucht, dann wird das Fahrzeug vom Flugzeug zum Boot oder halt vom normalen Fahrzeug zum, Boot. So. Oder halt andersrum, vom normalen Fahrzeug zum Flugzeug. Ja, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Dann gibt es noch so Driftrennen, wo man halt die Spur halten muss, die ein bisschen knifflig sind, obwohl so schwer sind sie jetzt nun auch nicht. Aber man muss sich da ein bisschen einfinden, ist bei Mario Kart ja nicht anders. Aber das ist wirklich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, wenn man kein Nintendo-Spieler ist, aber trotzdem mal so Spiele spielen möchte wie Mario Kart, dann ist Sonic All-Stars Racing eine wirklich gute Option. Und vor allen Dingen hat man hier Charaktere, die man vielleicht noch aus älteren Spielen von Sega kennt. Weil, wer es nicht weiß, Sonic ist ja von Sega hergestellt worden. Und ihr könnt natürlich nicht nur Sonic und andere aus dem Sonic-Universum spielen, sondern generell aus dem Sega-Universum. Hier im Hintergrund seht ihr diesen BD Joe, heißt er, glaube ich. Ich wusste den Namen vorher selber nicht, aber ich kannte den Typen halt, weil ich damals Crazy Taxi gespielt habe auf der PlayStation 2. Das habe ich mega gesuchtet, die ersten 2 Teile. Es gab, glaube ich, 3, den dritten habe ich gar nicht gespielt, aber den ersten habe ich richtig krass gesuchtet, damals mit 7 oder 8 Jahren, zusammen mit meiner Schwester sogar noch. Die war da
wie alt war die da? 11, 12, meine Schwester ist ein bisschen älter als ich. Und das war schon richtig, richtig geil. Habe ich bis heute auch noch immer für die PlayStation 2 im Schrank stehen. Und ich fand es irgendwie cool, dass man den da spielen konnte. Gerade den Taxifahrer von Crazy Taxi. Das war schon nice. Da sind noch andere Figuren aus dem Sonic-Universum, wie zum Beispiel Knuckles hier, die man spielen kann. Oder Ralf Reichts, ja, der fährt jetzt gerade hier vor mir. Ja, ist er? Ja, das ist er. Ralf Reichts, oder einfach nur Ralf, Randale Ralf, ja, kennt man vielleicht aus dem Film Ralf Reichts. So heißt nämlich der Film. Die Figur heißt Randale Ralf, kennt man vielleicht. Also man kann hier einige Figuren spielen, die man aus vielen, vielen 3D-Animationen-Filmen kennt oder halt aus dem Sega-Universum. Also das ist schon sehr, sehr nice. Stabil. Ja, stabil. Nicht nice, weil wer Markus Rühl kennt, das ist ein Ex-Profi-Bodybuilder, der sagt ja immer ganz gerne, man soll nicht stabil sagen, man soll nicht nice sagen, sondern stabil. Weil wenn man ein nicer Mann sein will, ja, dann soll man bitte schwul werden. Nichts gegen Schwule, aber nice hört sich irgendwie so tuckenhaft an. Und stabil hört sich halt männlich an, ja. Ein stabiler Kerl, ein nicer Kerl hört sich irgendwie schon ein bisschen, naja, an, ne? Wollen wir jetzt nicht drauf weiter eingehen. Aber fand ich eigentlich ein ganz cooler Einwand so von Markus Rühl, nur mal so nebenbei. Ja. Ich kann euch das Spiel auf jeden Fall wirklich nur empfehlen, es macht einen Heidenspaß. Ich habe noch einige Strecken vor mir, also ich habe das Spiel wie gesagt noch nicht durch, ich habe erst ein paar Spielstunden in den Game. Ich werde es auf jeden Fall in nächster Zeit öfters mal weiterspielen und mal gucken, ob es noch Leute im Multiplayer spielen. Ich gehe mal davon aus, da das Ganze ja auch abwärtskompatibel für die Xbox One ist und es anscheinend laut den Bewertungen auf der Xbox 360 sehr, sehr populär war. Gerade auch natürlich bei jüngeren Spielern, ganz klar. Aber ich muss schon sagen, das haut rein. Also ist für jedermann. Mario Kart spielt ja auch jeder eigentlich, der jetzt über 18 ist oder 30 sogar. Das kann ja jeder spielen. Ne? Also es ist wirklich, wie ich schon sagte, für jedermann. Falls ihr das Spiel mal gespielt habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Das Spiel ist von 2010, wie gesagt, von Sega hergestellt. Und das war wirklich jetzt das erste Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Also vorher hat mich das gar nicht wirklich so interessiert. Ich wusste, dass es das Spiel gab, aber ich habe es nie gespielt. Deswegen liebe ich es, Spiele zu sammeln, weil man immer auf irgendein Spiel kommt, was man früher nie gespielt hat und es dann letztendlich später mal spielt und es einfach feiert. Ja, also es lohnt sich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Kauf. So, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Oder ob ihr es vielleicht jetzt mal spielen werdet, weil ich finde es persönlich ganz nice. Aber das ist natürlich eure Entscheidung. So, das war es jetzt aber auch zu diesem Spiel. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.